und herzlich willkommen auf meines Backbild. Heute habe ich einen Party-Snack für euch, und zwar Lachsröllchen. Und diese können sich auf jeden Buffet sehen lassen. Für die Röllchen benötigt man nicht viele Zutaten. Sie sind super einfach gemacht und lassen sich sehr gut vorbereiten. So, dann fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 200 Gramm Räucherlachs, 150 Gramm Tiefkühlspinat, dieser ist hier schon gehackt, 4 Eier, 50 Gramm geraspelten Käse, 200 Gramm Frischkäse, Salz und Pfeffer. Zuerst schlage ich die Eier auf. Den Spinat habe ich schon auftauen lassen. Falls nötig, kann man ihn mit der Hand einmal ausdrücken, damit er nicht so wässrig ist. Und nun gebe ich ihn zu der Eimasse, genauso wie den geriebenen Käse. Jetzt würze ich die Masse noch mit Salz und Pfeffer und verrühre alles gut miteinander. Nun fülle ich die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verstreiche sie gleichmäßig zu einem Rechteck von ca. 32 x 26 cm. Dann geht es bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Backzeit ist um. Ich habe die Spinatplatte leicht auskühlen lassen, lege sie noch warm auf ein Backpapier oder eine Frischhaltefolie und ziehe das Backpapier vorsichtig ab. So lasse ich die Platte dann komplett auskühlen. Nun verstreiche ich den Frischkäse gleichmäßig auf der Spinatplatte, lasse jedoch an der längeren Seite ein ca. 1 bis 2 cm Rand. Den Räucherlachs verteile ich dicht nebeneinander auf den Frischkäse. Anschließend wickele ich die Lachsrolle fest ein und lege sie dann in Backpapier umwickelt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Die Kühlzeit ist um. Nun ist die Lachsrolle schön fest geworden und jetzt schneide ich sie in ca. 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben. Aus dieser Zutatenmenge habe ich 20 Lachsröllchen schneiden können. So, und nun sind sie fertig und servierbereit. Ich bereite die Lachsröllchen meistens am Vortag zu, lege sie dann ganz an zur Rolle oder schon in Scheiben geschnitten in den Kühlschrank und kann sie dann am besagten Tag direkt servieren. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.